Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Viele von euch fragen mich immer wieder, ob ich nicht mal die Produkte zeigen könnte, mit denen ich unser Haus putze. Und ich war gerade eben bei DM und habe mir ein bisschen was nachgekauft. Und deshalb komme ich natürlich eurem Wunsch sehr, sehr gerne nach. Ich zeige euch die Produkte und viele wollen auch ein paar Tipps beziehungsweise ein Hack-Video haben, in dem ich quasi euch zeige, wie man schnell das Haus putzt und sich das Leben quasi nicht ganz so schwer macht. Falls ihr wirklich dieses Video sehen möchtet, in dem ich euch ein paar Tipps weitergebe, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, dann drehe ich euch das natürlich sehr, sehr gerne ab. Und bevor dieses Video zu lange wird, starten wir durch. Mein letzter DM-Haul wurde nämlich 18 Minuten lang, ja. Da hatte ich allerdings viele Neuheiten aus dem DM, die ich euch gezeigt habe. Und falls ihr Lust habt, schaut gerne mal vorbei. Dieses Video werde ich euch mal unten in der Infobox verlinken. Und wir starten durch mit einem Produkt, das ich mir immer wieder nachkaufe. Und zwar von der Eigenmarke von DM, Denk mit, diese Sprühstärke hier. Und zwar bügel ich ja total gerne. Ich habe es einfach gerne, wenn im Schrank alles schön ordentlich ist, wenn die Kinder ordentlich ihre T-Shirts anhaben und die Hosen, vor allen Dingen die Hemden natürlich. Und deshalb brauche ich immer diese Sprühstärke. Ich hänge ja auch meine ganze Wäsche auf und da muss man natürlich mal kurz mit dem Bügeleisen drüber. Es ist natürlich was anderes, wenn man einen Trockner verwendet, aber ich hänge ja meine komplette Wäsche auf. Was im Sommer natürlich auch ein Tipp von mir ist, nutzt die Sonne, die Wäsche riecht einfach viel, viel besser. Hängt sie draußen auf, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich weiß, dass natürlich viele nicht die Möglichkeit haben, die Wäsche aufzuhängen vom Platz her, dass es alles vielleicht ein bisschen zu eng ist. Aber schaut mal, dass ihr da vielleicht eine tolle Möglichkeit für euch bekommt. Ihr werdet sehen, die Wäsche riecht definitiv besser, wenn ihr sie aufhängt. Dann habe ich nachgekauft dieses Produkt hier und zwar liebe ich das, auch wieder von der Eigenmarke Denk mit, und zwar diesen Backofen- und Grillreiniger. Ich habe euch das ja schon mal gesagt, dass ich das auch für mein Cerankochfeld verwende. Ich weiß, dass es ein bisschen ungewöhnlich wahrscheinlich ist. Macht es bitte nicht nach, wenn ihr mir da nicht vertraut. Also ich komme damit super klar, ich möchte aber dann auch nicht schuld sein, wenn bei euch irgendwas dann ist. Ne? Es stinkt zwar wie die Seuche, also es ist echt total unangenehm. Ich sprühe das drauf und halte dann immer die Luft an und gehe dann am besten erstmal ein Stück weit weg, lasse es einwirken und dann putze ich eben das Cerankochfeld bzw. den Backofen. Beim Backofen ist es so, dass ich das Ganze sogar manchmal über Nacht einwirken lasse und dann eben mir am nächsten Tag sauber mache. Ne? Also das kaufe ich, wie gesagt, immer wieder nach. Dann kaufe ich auch immer wieder nach dieses Produkt hier, diesen Badreiniger, auch von Denk mit, also okay, keine Sorge, dieses Video ist nicht gesponsert von Denk mit. Was für ein Zufall, ne? Den kaufe ich immer wieder nach diesem Badreiniger. Der ist nicht zu aggressiv. Ich habe nämlich immer so ein bisschen Angst um meine Armaturen. Das verwende ich für die Waschbecken zum Beispiel, für die Badewanne. Und bin super zufrieden, riecht sehr, sehr gut. Und deshalb darf es dann auch immer mit. Dann habe ich gekauft, ist jetzt nichts zum Putzen, aber diese Backförmchen, diese Muffin-Backförmchen von Profissimo. Und ich fand die total süß, deswegen habe ich die mitgenommen. Dann habe ich gekauft dieses Produkt hier, diese Schmutzradierer von Profissimo. Die finde ich total gut und zwar für meine Sideboards. Also falls da irgendwie, wie so ein Streifen halt dran ist, wenn man hängen bleibt, ne, dann geht man mit diesem Schmutzradierer einfach dran. So sehen die aus, sie sind einfach weiß, die nehmt ihr euch so schön in die Hand und dann könnt ihr einfach den Schmutz wegradieren. Also richtig cool und die sind auch ideal für die Schuhe. Habe ich auch schon gemacht bei den Kindern, dass ich dann einfach mal dran gegangen bin und die dann wirklich top danach ausgesehen haben. Dann habe ich mal gekauft diese Brillenputztücher von Profissimo. Da werdet ihr jetzt lachen und zwar habe ich noch nie Brillenputztücher gekauft. Mein Mann und ich, wir tragen ja eine Brille und wir nutzen dann doch meist so das T-Shirt, wenn wir unterwegs sind oder hier zu Hause halt einfach einen Glasreiniger. Aber ich habe mir ja jetzt eine neue Brille gekauft und da meinte mein Brillenmacher, dass das fürs Gestell gar nicht gut ist, wenn man da eben mit einem Glasreiniger dran geht. Deshalb habe ich diese hier gekauft. Allerdings muss ich ihn erstmal fragen, ob die dafür geeignet sind. Nicht, dass mein Gestell kaputt geht. So, das und dann werde ich mir die einfach so in die Handtasche stecken, ne? Dass ich hier unterwegs dann was dabei habe. Dann habe ich gekauft, auch wieder von Denk mit, diesen Waschmaschine-Pflegereiniger. Habe ich noch nie gekauft, kann ich euch deshalb auch noch nicht so viel dazu sagen, aber meine Waschmaschine hat vor ein paar Monaten leicht den Geist aufgegeben. Da bin ich total erschrocken und zwar habe ich eine Miele-Waschmaschine und ich dachte so, okay, die hält 25 Jahre mit Sicherheit, ne, für den Preis.
ja, so war es dann nicht. Und dann habe ich ziemlich viel Geld für die Reparatur bezahlt und dann dachte ich mir, okay Heidi, jetzt schaust du mal, dass du die Waschmaschine ein bisschen mehr pflegst und ein bisschen mehr hegst, ne? Ab und zu mal drüber streicheln, weil die läuft bei uns ja zweimal am Tag. Und deshalb habe ich mir jetzt einfach mal dieses Produkt hier gekauft und ja, hoffe, dass sie noch lang weiterlebt, meine Waschmaschine. Ich brauche die. Dann habe ich mir noch dieses Hygienespray hier nachgekauft. Das habe ich immer in der Gästetoilette einfach stehen und dann gehe ich einfach mal drüber. Das letzte Mal unter meinem Video, als ich euch ein paar Produkte gezeigt habe, hat dann jemand geschrieben, oh, du verwendest ja total viel Sacrotan in eurem Haus. Ja gut, also fürs Bad, ne, ist es gar nicht so verkehrt, auch nicht für die Fliesen, weil wir haben ja einen Hund, wir leben hier zu sechst und jetzt gerade im Bad und auf der Toilette sollte man dann schon so ein Sacrotan so ein bisschen haben. Ne? Also es ist nicht so, dass ich hier jeden Tag alles einsprühe mit Sacrotan, das jetzt nicht, aber es muss schon sauber sein und geputzt werden, ne? Bei so vielen Personen natürlich. Okay, dann habe ich gekauft diese feuchte Bildschirmreinigungstücher. Allerdings habe ich da mal eine Ausnahme gemacht. Ich verwende nämlich nie und habe auch noch nie gekauft diese Einmaltücher. Ihr wisst schon, diese feuchten. Da geht man dann so über den Tisch oder macht den Staub weg. Die habe ich noch nie gekauft, weil ich der Meinung bin, dass die nicht gut für die Umwelt sind. Ich nehme einfach einen Lappen und mache dann den Staub weg, also einen kleinen Putzeimer mit Wasser und gehe dann drüber. Oder den Tisch mache ich auch mit einem nassen Lappen einfach sauber und verwende nicht diese Einmalputztücher. Aber bei dem hier habe ich jetzt eine Ausnahme gemacht, weil ich einfach am Fernseher gemerkt habe, dass diese Schlieren dann bleiben. Dann gehe ich nochmal mit dem trockenen Tuch drüber und so weiter. Und an meinem Laptop habe ich immer so ein bisschen Angst, mit Wasser dran zu gehen. Deshalb habe ich einfach mal diese hier gekauft. Dann habe ich nachgekauft diese Wischtücher hier von Profissimo. Die kaufe ich auch immer wieder nach. Allerdings ist es bei denen hier so, dass ich die durchschneide, weil mir die zu groß sind. Ich mag das dann nicht, wenn ich so einen riesen Lappen habe. Und also riesen Putztuch. Lappen hört sich voll böse an. Ich schneide es dann einfach durch, weil mir das einfach zu groß ist, wenn ich das ganze Tuch dann so in der Hand habe. Ne? Und da sammeln sich natürlich auch viele Bakterien und deshalb werfe ich die auch regelmäßig weg, beziehungsweise ich werfe die einmal in die Waschmaschine und mache dann zum Beispiel irgendwo mal eine Ecke sauber, wo man jetzt mit dem Wischer nicht so gut hinkommt und dann werfe ich es erst weg. Ne? Oder im Garten zum Beispiel mache ich irgendwas damit sauber, den Gartentisch wische ich mal ab oder so und dann werfe ich die dann eben weg. Aber ich werfe sie erst auch einmal in die Waschmaschine. So. Die hier habe ich euch gezeigt. Dann habe ich nachgekauft von Balea diese Hygienereinigungstücher hier. Man ist ja doch recht viel unterwegs, jetzt gerade mit den Kindern. Und wenn wir dann irgendwo stehen bleiben, was beim Bäcker holen oder so, dann reiche ich denen erstmal so ein kleines Tüchlein. Ich hatte eigentlich eine Zeit lang auch die von Sacrotan gekauft. Die sind halt um einiges teurer, aber die tun es auch. Also die sind auch richtig gut und wie gesagt, die habe ich immer in meiner Handtasche. Ja, hier ist noch der Kassenzettel. Tata. Und das war's. Für heute erstmal, was ich so gekauft habe beim DM, damit ich hier wieder fleißig putzen kann. Ich hoffe, dass vielleicht ein kleiner Tipp für euch dabei war. Lasst mich gerne wissen, ob ihr ein Hack-Video sehen möchtet von mir, in dem ich euch eben so ein paar Tipps weitergebe. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr bei meinen beiden letzten Videos vorbeischaut. Abonnieren ist kostenlos, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!